Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch die Rübezahls Rückkehrbox von Joachim Witt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rübezahls Rückkehr von Joachim Witt, das Ganze am 8. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 18. Album von Joachim Witt. Rübezahls Rückkehr, die Fortsetzung von Rübezahl. Das letzte Album Rübezahl war dieses hier, 2018 erschienen. Dazu habe ich euch ja die Box bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Fortsetzung, für die Rückkehr. Gut, als erstes werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Einmal aufschneiden. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, wir haben hier eine recht große Box im Hochformat. Und was wir hier sehen, ist der Interpret mit einem, was ist das, mit einem Prügel oder mit so einem Stock. Und hier oben lesen wir einmal Witt. Genau diesen haben wir hier abgebildet. Der scheint hier gerade wütend auf uns zuzustapfen und uns anzuschreien. Und hier unten lesen wir dann Rübezahls Rückkehr. Was sehr spannend ist, dass hier diese, sieht so nach Rost aus, diese Rostelemente, also die sind tatsächlich hier so geprägt. Man kann die hier spüren und es fühlt sich tatsächlich an wie so eine rostige Oberfläche. Also das ist echt extrem heftig gemacht. Hier unten dann sehen wir so schwarze Bäume, so eine Waldlandschaft rundum. Und auf der Rückseite haben wir zum einen die Tracklist. Und zwar haben wir hier 11 Tracks mit drauf. Und wir haben hier Features von Eclipse und Gergana Dimitrova, wenn ich das richtig sehe. Limitierte Fanbox inklusive Album-CD im Digipack, Fahne mit Logo, handsignierte Autogrammkarte, Fotoheft, Flachmann aus Edelstahl mit Gravur und magnetisches Lesezeichen. Die Beteiligten und ein Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, der Boxdeckel ist natürlich abzunehmen. Von innen in weiß. Und auch hier kommt noch mehr Rost zum Vorschein. Diese Rostoptik, hier das Logo, das W. Auf der rechten Seite auch nochmal. Also, alles hier in dieser Rostoptik und auch hier wieder diese raue Oberfläche. Das fühlt sich echt heftig an. So, ein bisschen Papier, um das Ganze hier zu polstern. Und dann haben wir hier zum einen mal dieses kleine Karton-Ding hier. Ich schätze mal, da ist so dieser Flachmann drin. Dann haben wir das Album auf CD. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Das magnetische Lesezeichen. Dann die Fahne, dieser Wimpel. Und zum Abschluss, also letzten Boxinhalt, haben wir dann hier noch dieses Fotoheft. Okay, also die Box auch hier unten in weiß. Also diese Hälfte der Box ebenfalls in weiß von innen. Dann packen wir das wieder zusammen zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also das Album ist noch in Folie. Ebenso wie diese Fahne, dieser Wimpel. Die beiden Sachen holen wir mal raus. So, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Album an sich. Was haben wir hier? Wir haben hier noch einen Sticker und zwar lesen wir hier Witt Rübezahls Rückkehr live 2020. Das sind die Tourdates. Ja, die sind natürlich mittlerweile auch etwas veraltet. Corona und das Ganze werden wahrscheinlich verschoben. Dann lesen wir hier Rübezahls Rückkehr. Ich würde sagen, wir schneiden das mal auf. Ist die Frage, ja, oh ja, hier bei der Schweißnaht, das bietet sich gut an. Wunderbar. Und dann schauen wir mal rein. So, das ist das Album, kommt hier in einem Digipack. Das Cover kennen wir schon von der Box.
Auf der Seite Witt Rübezahls Rückkehr plus Katalognummer. Und auf der Rückseite dann nochmals die Tracklist. Wie gesagt, 11 Stück und 2 Features mit dabei. Beteiligte, Barcode. Und dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Ah ja, okay. Also, selten aber doch sieht man das hier so. Man hat hier das Booklet reingeklebt. Also das Booklet kann man hier nicht entnehmen. Das ist hier mit der ersten Seite in dieser Verpackung, in dem Cover von diesem Digipack hier reingemacht. Wir haben hier ganz zum Anfang mal, das ist auch ungewöhnlich, auf der allerersten Seite mal direkt die Credits zum Album. Okay, so sieht das aus. Die Infos zu den einzelnen Tracks auch, wer da mitgewirkt hat und so. Dann kommen wir hier zu den einzelnen Tracks samt Lyrics, beziehungsweise, nein, hier sind noch die Beteiligten, okay. Dann eine Danksagung. Und hier haben wir dann die angesprochenen Lyrics. Also hier der Track Windstille, dann hier ein Foto von Joachim Witt und 2 Damen, die sie hier scheinbar im Hintergrund küssen. Die nächsten Tracks mit Lyrics und weitere Fotos. Und das zieht sich jetzt so durch. Also, es gibt hier die gesamten Lyrics. Jeder Track ist hier Wort für Wort erfasst. Und das Booklet hier passend dazu mit den ganzen Fotos. So sieht das aus. Blättern wir einzeln durch. Ist auch ein schöner Tracktitel. Kopfschwul. So, und zum Abschluss gibt es nochmal eine Waldlandschaft mit Bergen. Und das ist dann die CD. Mit einer sehr schönen Landschaft, wie ich finde. Auch hier wieder voller Nebel und diese Waldatmosphäre. Witt Rübezahls Rückkehr natürlich. Okay, das war's zur CD. Wir kommen zu dieser Fahne, zu diesem Wimpel. Der ist hier in Schwarz und Weiß. Und der ist dreieckig, also wie man es kennt von einem Wimpel. Es ist keine klassische Fahne, sondern es ist ein Wimpel, der hier oben in der Breite dann nach unten immer schmäler zuläuft. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Dann haben wir noch das Logo bzw. den Schriftzug Witt. Endet hier unten dann mit einem Stern. Links und rechts an den Ecken oben haben wir dann hier auch noch solche Schlaufen, um das Ganze entsprechend aufzuhängen. Und auf der Rückseite hier, danach habe ich gesucht, haben wir noch die Info zu diesem Produkt. Und zwar ist das Ganze 100% Polyester von der Firma Nakas und Made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Also legen diesen dreieckigen Wimpel hier wieder zusammen. Ja, ist jetzt nicht so schön, aber kostet sonst so viel Zeit. Das erspare ich euch natürlich. Und wir machen gleich weiter mit diesem Fotoheft. Das kommt hier im Querformat. Witt Rübezahls Rückkehr, Fotografien von Wiglas. Ja, das sieht so aus, als würde er irgendwie gerade schreien und sie würde ihm den Mund zuhalten. Oder vielleicht versucht ihn auch gerade irgendwie zu ersticken, zu töten. Man weiß es nicht. Auf der Rückseite auch nochmal der Herr abgebildet. Und dann schauen wir mal rein. So, Geist an das Licht. Okay. Ah, gut. Auch hier haben wir wieder Lyrics mit drauf. Also, so wie im Booklet. Ich glaube, es ist eigentlich genau nochmal das Booklet. Wenn ich mich so erinnere an die Fotos. Hier nochmal mit den einzelnen Tracks gestaltet. Also, eine Seite immer die Lyrics und die andere Seite dann passend zu diesem Lied eine Fotografie. Also noch so ein Deluxe-Booklet quasi. Okay. Ja, also hier auch nochmal alles nachzulesen. Dann haben wir diesen kleinen Karton hier in Weiß. Auch der ist gebrandet hier mit Witt. Ups. Und auf der Rückseite, was lesen wir hier? Kemperschmidt, Inhalt 140 ml, Made in China. Schauen wir uns mal an.
Wie sieht der aus? So, wir haben hier einen klassischen silbernen Flachmann. Etwas kompakter, etwas kleiner als die meisten. Und so sieht er aus. Also auch der hier so gebrandet mit dem Schriftzug und diesen drei Balken. Auf der Rückseite blank. Hier oben dann zum Aufschrauben. Dann kann man hier was reinfüllen natürlich. Und hier lesen wir noch Stainless Steel. Okay, also Edelstahl das Ganze. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Inhalten. Einmal die Autogrammkarte hier im Querformat, unterschrieben mit silbernem Stift. Das ist eine originale Unterschrift auf jeden Fall. Auf der Rückseite blank weiß. Und ein Lesezeichen, also das habe ich auch noch nie in einer Box gesehen. Ein Lesezeichen tatsächlich. Und das dürfte wohl magnetisch sein. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, genau. Also man kann das hier so aufhalten. Ist relativ dünn. Und das haftet dann hier. Also das kann man dann wirklich zum Beispiel um eine Seite so rummachen und dann hält das hier mit Hilfe des Magnets diese Seite hier fest und dann weiß man immer, wo man zuletzt war. Ja, auch das Lesezeichen hier gebrandet auf der einen Seite und das Lesezeichen hier in Silber. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal ist eben gezeigt, der Lesezeichen hier in Silber. Ebenso Silber wie dieser Flachmann aus Edelstahl. Dann die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Das Fotoheftchen hier, auch im Querformat, mit den Fotos und den gesamten Lyrics nochmal aus dem Booklet. Dann haben wir die Wimpelfahne, wimpelförmig, also dreieckig, im Hochformat natürlich. Und das Album an sich im Digipack mit insgesamt 11 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Rübezahls Rückkehr von Joachim Witt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Joachim Witt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.